Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 23 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Heute spielen wir gegen Schalke. Wir haben ja in der letzten Folge zwei Spiele in Folge gegen Bayern und Dortmund, das sind natürlich Pocken in der Liga, verloren. Dementsprechend ist der Abstand auch relativ kurz geworden. Wird alles eng, unten ist es auch eng. Startformation für dieses Spiel wird auf jeden Fall diese hier sein. Ich habe offensiv mal wieder durchgetauscht, denn das sah nicht gut aus. Und nach dem Schalke-Spiel geht es dann, ich glaube, es war Olympique Marseille im Achtelfinale der Champions League. Auf die konzentrieren wir uns im Moment nicht, denn das oberste Ziel ist im Moment der Ligasieg, beziehungsweise Ligameister werden und DFB-Pokalsieg. Champions League hat nicht so eine ganz so hohe Priorität, wobei da sollen wir auch, glaube ich, nur ins Halbfinale kommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Let's go. So, Arena auf Schalke, die Veltins Arena. Natürlich immer ein schönes Stadion. Gerade wenn es regnet, weil das Dach dann zugeht. Let's go. Schalke in Weiß, wir in Orange. Dann habe ich überhaupt nicht gespielt. Also was für ein Abwehrbock. Sorry. Larsen trifft. Mitchell Hart müsste es machen. Macht es 1-1. Wieder alles. Alles ausgeglichen. Wichtig, dass wir da früh zurückkommen. 1-1. Van de Ven hat er. Wijnczyk. Anrade bietet sich da an. Oh, Linksverteidiger Meier. Und er macht's. 2-1, Spiel gedreht. Meier. Stark. Schon sein zweites Bundesligator. Der hat auf jeden Fall eine bessere Quote als Frimpong, muss man einfach so sagen. Der hat auch einen krassen Antritt. 2 zu 0. 2 zu 1. Spiel gedreht innerhalb von noch nicht mal 15 Minuten. Oh, stark gemacht, Guardiol. Van de Ven muss einfach nur. 2-2. Ja, nicht gut verteidigt. Doppelpack für Larsson gegen uns. Oh, wo spielst du da? Oh, stark. Diego Wensch probiert es. Latte, was? Schade. Van de Ven, der macht das einfach stark. Hat aber schon Geld, muss aufpassen. Boah, was? Schalke hier besser. Oh Gott, was für Reaktion vom Pressen ab. Nächste gute Möglichkeit, Pressner hat ihn aber. Und jetzt könnte es vielleicht mal schnell machen. Cherky. Na, schade. Und Gelhardt. Oh, der war gar nicht so schlecht. Musa, Eckball. Wieder auf Gelhardt. Schade. Zweite, zweite Halbzeit. Giretti. Oh, starker Ball. Musa auf Andrade. Und das ist das 3 zu 2. Ich meine, Iasaku war es. Sorry. Guter Kopfball, Iasaku trifft. 3 zu 2. Ah, was für ein Winkel, was für ein Kopfball. Aber es war auch perfekt rausgespielt. Muss man auch schon sagen. Ich glaube, die Flanke kam von Diego Wensch. Nee, Musa war es, ne? Oh, wunderbar.
Starker Spielzug von uns. Wir führen wieder. Oh, wunderbarer Ball. Na, Musa bekommt den sogar noch. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und Mukoku. Kopfball. Na. Miretti. Oh, starke Ballbehandlung. Und Mukoku müsste einfach nur abstauben. 4 zu 2. Das war jetzt ein bisschen glücklich. Aber wir haben es auch erzwungen. Miretti. Tolle Schusstechnik und dann abgefälscht. Mukoku trifft, nachdem er mal wieder von der Verletzungspause zurückgekehrt ist. 4-2. Immer geht Mukoku. Oh, stark. Ganz, ganz stark. Oh, das macht er wunderbar. 5-2, Mukoku. Poh. Was für eine Schusstechnik, ganz im Ernst. Also. Super mäßige Einzelaktion von Mukoku. Gut, dass der wieder da ist. 5-2. Miretti macht aber auch wieder ein starkes Spiel. Diego Wensch hat schon gelb, vorsichtig. Tim Ekbar noch nicht. Hier ist Sako. Sadik probiert. Ja. Und Schalke jetzt nochmal. Ja, Diego Wendt stark. So, Sanders. Den Ball wollen wir jetzt hier auch gar nicht mehr hergeben, denn ich meine, wir führen mit 5-2. Und damit gewinnen wir auch. Gute Vorstellung, zwei Gegentore zwar bekommen, aber letztendlich eine gute Reaktion auf den Rückstand auch am Anfang. So, jetzt geht's, wie gesagt, gegen Olympique Marseille. Wir machen erstes ein Heimspiel. Startformation wird diese hier sein. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch direkt rein. Müssen den Grundstein für das Weiterkommen jetzt im Hinspiel legen. Ja, wird spannend. Haben ein Heimspiel, spiele eigentlich als erstes gerne auswärts, wenn ich ehrlich bin. So, nun müssen wir daheim erstmal alles regeln. Let's go. Gegen Olympique Marseille, gegen eine französische Mannschaft. Stark und Frimpong. Mukoko. Ja, macht er wunderbar. Und das ist halt Mukoko. 1-0, diese angeschnittene Schüsse kann er. Wir führen ganz, ganz früh. 1-0. Wichtig. Ja, das Stellungsspiel war von beiden Innenverteidigern wieder nicht gut. Frimpong muss aushelfen. Also Scalvini heute Schwachstelle. Macht kein gutes Spiel bis jetzt. Und der Ball auf Nusa. Boah, der setzt sich da wirklich gut durch. Mukoku. Außenriss. Schade. Von Frimpong. Gut antizipiert da. Miretti. Kann er sich aussuchen, wen er jetzt bedient. Wimmer. Schießt. Ah, schade. Miretti, Iosako. Könnte da Mukoku bedienen. Schade, war gut gedacht. Oh, es war gut gespielt, Iosako. Müsste den Freistoß geben. Geht daneben. Schade. Halbzeit. 1-0 führen wir. Guck mal, Winger. Nilsson muss auf Angrade warten.
Oh, das ist zu kompliziert gespielt. Das hätte schneller sein müssen. Trotzdem eine gute Möglichkeit. Miretti, Ekpa, direkt hinterher. Guardiol, nee. Frimpong. Uiuiui. Gut, dass er da nicht so gut zum Abschluss gekommen ist. Sonst hätte es hier wirklich auch mal ganz schnell 1 zu 0 stehen können. Links ist komplett alles frei. Cherki. Ja, der Ball ist einfach zu schwach gespielt. Ja, Cherki hat halt gar keinen Antritt mehr. Jetzt mal Anrade. Anrade auf Nilsson. Oh, schade. Was war das denn bitte für ein Pass? Also überragender Ball. Boah, Glück, dass Bresner da rauskommt. Ein gutes Spiel. Nilsson. Macht jetzt mal eine gute Bewegung, ja. Nilsson. Ah, es ist nicht gut. Kammerwinger. Ein bisschen faul, ne? Ja. Ist jetzt nur noch die Zeit über die Runden bringen und wir haben den Meilenstein für das Viertelfinale erreicht. Letzte Saison sind wir leider im Achtelfinale schon raus gegen PSG. Das war aber auch ein harter Brocken, den wir da hatten. Vielleicht gibt es hier sogar noch ein zweites Tor. Anrade ist da komplett frei. Anrade! Oh, das wäre die Chance noch mal zum 2 zu 0 gewesen. Das hätte eine bessere Ausgangslage bedeutet. Schade. Somit bleibt knapp beim 1 zu 0. Wird spannendes Rückspiel auf jeden Fall. So, das war's mit dieser Folge. Wir gucken dann natürlich noch mal auf die Tabelle zum Ende dieser Folge. Wir mit einem Punkt immer noch vor Bayern, haben jetzt die Tordifferenz einen Tick aufgewertet auf 19. Bayern hat aber noch 10 Tore mehr, weil sie mehr geschossen haben. Leipzig denn dahinter, Frankfurt, Dortmund und gucken wir natürlich auf den Abstiegskampf, der richtig spannend ist. Ja, Leverkusen wieder verloren gegen Bayern, ne? Ja, mit 2 zu 3. Das heißt, boah, die stecken echt bis zum Ende im Abstiegskampf, hätte ich nicht gedacht. Gladbach konnte sich befreien wieder mit einem Sieg, glaube ich, oder? Ne, die haben nur unentschieden gegen Bochum gespielt. Das ist auch interessant. Ja, ich würde sagen, der Abstiegskampf beginnt so ab Gladbach, ne? Ich würde sagen, Freiburg und Schalke sind raus. Na, okay, Freiburg würde ich auch nochmal mit reinnehmen. Gut, wir spielen auf jeden Fall gegen den Tabellenletzten, gegen Bielefeld, aber erst in der nächsten Folge. Schaltet dann wieder ein. Bis morgen. Haut rein. Ciao.